Ahoi, liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind endlich wieder on Tour. Ja. Nach so vielen Auto-Videos, Technik, Döns, Bubble, 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 machen wir eine wunderbare Reise als ersten Stop Österreich. Und wann geht's los? Nach dem Intro. Wir stehen hier in der wunderschönen Bodenseeregion, haben aber den Bodensee in keinster Weise bis jetzt gesehen. Nein, aber liebe Leute vom Bodensee haben wir gestern getroffen. Genau, und zwar Iris und Uwe ohne Wohnmobil. Ja, ohne Wohnmobil, genau. Weil Iris ist ja heute unterwegs, das heißt, die Videos werdet ihr verleihen. Das Video, die Videos, wir wissen auch nicht wirklich, wie wir es kommen. Offiziell heißt es eins, kann ich mir gar nicht vorstellen. Abwarten. Abwarten. Auf jeden Fall haben wir einen wunderschönen Abend hier verbracht, haben endlich es geschafft, Elva raus und Mensch, ärger dich nicht zu spielen. Genau, und haben ganz leckere Burger hier vom Aspenhof, von den Longhorns gehabt. Super geil. Genau, wir blenden euch mal die Adresse ein. Da müsst ihr mal anhaken. Wenn ich den Shop finde, weil auf der Adresse habe ich es gerade nicht gesehen. Wenn ich das finde, zeige ich euch, wir haben auch 1 Kilo Gulasch. Genau, das ist für uns irgendwann mal zwischendurch. Mal gucken. Genau, wenn das Wetter nicht so pralle ist, wobei ich habe gehört, das soll die ganze Zeit richtig cool sein, aber naja, abwarten. Wir haben bei 35 Grad schon Braten gemacht, also dementsprechend. Auf jeden Fall, wenn ihr Ferienwohnung hier habt, das könnt ihr hier machen, denn das ist kein Stellplatz. Das ging wirklich nur, weil Uwe und Iris sind hier mit Barbara vom Aspenhof befreundet. Und deshalb geht das hier auch so. Also nicht, dass ihr jetzt herkommt und Wohnmobil. Das geht nicht. Auf keinen Fall. Aber wenn ihr Ferienwohnung benötigt, dann hier 2 Wohnungen gibt es hier. Oder wenn ihr das Fleisch kaufen wollt, das könnt ihr natürlich hier auch erwerben. Jederzeit. Solange eine ganze Menge. Solange der Vorrat reicht. Genau. Wir werden jetzt los Richtung Österreich. Werden lange Zeit brauchen, weil wir fahren über München. Obwohl Stefan eine andere Route noch gehabt hat. Vielleicht entscheiden wir uns ganz spontan noch um. Aber auf jeden Fall werden wir noch einen Zwischenstopp machen, denn wir werden jetzt nicht zu unserem eigentlichen Ziel, wo wir denn hinwollen, da wollen wir erst morgen da sein, weil heute noch ein Harley-Davidson-Treffen ist am Ossiacher See. Genau, da ist nämlich alles gesperrt, das machen wir nicht. Wer weiß, ob wir morgen überhaupt drauf kommen. Und ganz wichtig, wir fahren komplett ungeplant. Das heißt, wir buchen nirgendwo, wir schauen, ob es funktioniert. Wir haben die letzten Ferienwochen von Baden-Württemberg sauber vorbei, Bayern hat jetzt die letzte Woche. Genau. Also, wir lassen uns überraschen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Endziel wird Kroatien sein, das haben wir euch auch jetzt schon. Soll ja teuer sein, wir werden einfach mal gucken, stimmt das oder stimmt das nicht. Wir werden euch das berichten und wenn ihr Lust habt, dann kommt ihr auf unsere Reise mit. Denn das ist doch endlich mal ein Plan. Und jetzt packst du bitte die Sachen ein und los dann geht's los. I won't turn around.
angekommen sind, wa? Mhm. Und das ist schon Take Nummer 2, weil Nummer 1 ist nichts geworden. Aber ja, so wie das manchmal immer so ist. So kennen wir das. Ja, heißt irgendwann eine neue Kamera, ne? Anders geht's nicht. Ja, Plan B, beziehungsweise erstmal zurückgespult, ihr habt das gesehen, war das wieder eine atemberaubende Autobahnfahrt. Einmal quer durch München gejagt, wo ich mir denke, was macht das Ding jetzt? Aber immerhin nicht so viel Stau, es geht noch. Ja, und wir grüßen jetzt auf jeden Fall ganz, ganz lieb Andreas und Katja. Weil die Glocken läuten. Aha. Und normalerweise, wenn die Glocken samstags läuten, sind wir mit Andreas und Katja unterwegs. Aber die passt hier nicht mit der Uhrzeit. Ja, die sind halt ein bisschen früher. Genau, drei Minuten zu früh, nicht 18 Uhr. Ja, dann wollten wir auf unseren Platz in der Nähe von den Riesen-Eisbergwelten. Eis-Riesenwelten oder so. Werften. Wir blenden euch das mal ein, wir waren da. Vielleicht haben wir auch noch ein Bild. Wenn wir es hinkriegen. Auf jeden Fall, ja, da war ein Campingplatz, richtig toll, aber der ist nicht mehr. Puff, weg ist er. Also erstmal bei Promobil gemeldet, dass der da nicht mehr ist. Ja, und so sind wir auf einmal im Raststadt gelandet. Raststadt? Radstadt. Radstadt. Mit dem Rad. Genau. Und die Stadt. Auf über 800 Meter Höhe. Ja. Und richtig toller Platz beim Tauerncamping. Und wir bezahlen 8,50 Euro, Kurtaxe 3,80. Gehört dazu. Also zusammen schon. Ja. Dicky kostet nur 6 Euro, normalerweise ein bisschen mehr. Das heißt, wir haben ein bisschen Rabatt bekommen. Ja, ist ein kleiner Platz, haben wir uns zuweisen lassen. Genau. Alles gut. Und wenn uns das richtig gut gefällt und alles toll ist, dann werden wir diesen kleinen Aufkleber natürlich auf unsere Hall of Fame machen. Und wenn ihr das seht in Hall diesem Video... Boah, du Klugscheißer. Hall, das ist keine Halle, das ist eine Wall, das ist eine Wand. Egal. Du weißt noch nicht, was ich vorhabe. Na, mal sehen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, wenn der da drauf kommt, dann wisst ihr, es hat uns gefallen. Ja, in der Zeit, wo wir eigentlich alle schon fertig gedreht hatten und dann nochmal neu gedreht haben, wie ihr das jetzt seht, hat Stefan auf jeden Fall war er fleißig. Das seht ihr gerade in den letzten Zügen. Wir grillen nochmal. Mhm. Wir müssen aufpassen, dass nicht die... Ist das auch schon an? Ja, natürlich. Dann verbrennt das wahrscheinlich. So, dann würde ich sagen, wir melden uns nach dem leckeren Essen nochmal wieder. Jammeldi, Pammeldi, Pummeldi, Pem. Gegessen haben wir. Jetzt sind wir aber ganz schön voll. Ja, wobei so ein Pilz... Ich habe auch noch einen Nachtisch, aber den habe ich irgendwie heute wieder nicht gegessen. Naja, vielleicht schaffe ich es morgen Mittag mal. Was? Naja, Joghurt mit Walnüssen und Honig. Richtig. Griechische Nachspeise. So, genau. War ja hier. Wo wir in Österreich sind, ne? Ja. Also Grieche gibt es hier auf dem Platz. Ja, genau. Wir werden jetzt hier uns noch ein bisschen erkunden, würde ich sagen. Genau, wir schauen uns aber mal Radstadt an. Mal gucken, ob wir was Schönes euch einfangen können. Dann seht ihr das als nächstes. Und wenn nicht. Und ihr seht uns direkt am frühen Morgen, also irgendwann mittags. Ja, dann war das jetzt nicht so erfolgreich dann. Aber wir gehen mal davon aus, dass wir euch jetzt was richtig Schönes zeigen. I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. A break to my heart. It's raining down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't wanna face it. You think it's too late. But I can see past the rain. Won't you lay it on me? Turn the page and burn it. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighters and throw our problems in the flame. We fell down.
led the way from salvation. You're like the ocean setting me free. Wunderschöne Bilder. Habt ihr doch eben gerade gesehen, ne? Ja, für uns ist es jetzt schon gestern, also war es ja gestern und jetzt ist schon wieder morgens. Aber Radstadt, richtig schöne kleine Stadt. Ja. Geht auch ein bisschen was um Rädern. Also war sehr interessant, so die World Guinness Rekorde da zu sehen. Habt ihr alle schon gerade gesehen? Ich hoffe, dass wir auch ein paar Informationen eingeblendet haben, nicht, Stefan? Ja, ich versuch's. Ja. Und jetzt zeigen wir euch ein paar Bilder von den Sanitäranlagen. Da waren wir gestern noch mal drin, haben uns angeguckt. Gibt es insgesamt 2 Häuser. Müll wird hier getrennt. Ja, genau. Wir haben aber uns nur 1 angeguckt, also davon die Bilder. Genau, da gibt es dann die Information. Duschen kostet hier für 2 Minuten Warmwasser 50 Cent und dann halt entsprechend weiter 2,08 Minuten. Kaltwasser kriegt ihr die ganze Zeit. Also wenn ihr ganz frisch seid, braucht ihr nicht mal Wasser dazu. Sonst muss ich sagen, ist das schon ein schönes Plätzchen. Wenn wir mal jetzt hier so... Achso, ich habe ein anderes Mikrofon, ich kann ja gar nicht so weit weglaufen. Wenn ihr das hier mal umkehrt, sehr viele Wohnwagen, das heißt, es ist für Wohnwagen genau das Richtige. Und vorne, da zeigen wir jetzt ein Bild, da habt ihr entsprechend, wie nennt sich das? Wohnmobile. Ja. Und jetzt die Entscheidung, Stefan. Die Entscheidung? Aufkleber, kommt der hinten ran? Ja. Machen wir jetzt, zeigen wir euch gleich. Und dann geht's los, ab zum Ossiacher See. Tauerncamping. Seit 1960. So. Aufkleber. Haken dran. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. Every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. You'll be the last one I think angekommen sind wir. Ja, haben auch einen mega coolen Platz bekommen. Und zwar am See. Muss nur gucken, ob das Mikrofon an ist. Ja, ist an. Gehört dazu einfach. Ja. Das zeigen wir euch gleich nochmal. Richtig toll. Wir sind auf W11. Warum hat man denn eigentlich diese Zahl wiedergegeben? Ich weiß nur genau, dass ich diese Zahl nicht aussprechen kann. 11. 11? 11. Genau, bis eine Elfe. Elfe kann ich sagen. Aber 11? Richtig toll. Toller Seeplatz und hier bleiben wir jetzt bis Donnerstag. Ich freue mich auf richtig Entspannung und Relaxen. Auf jeden Fall. Wir werden die Gegend hier erkunden und ja, mal schauen, was sich so alles ergibt. Ne? Genau. Und jetzt machst du mal ein Bild, also eine Schwenkung. Eine Schwenkung, genau. Damit wir einfach mal sehen, was wir hier sehen. Under the tree. Marcel, wie ist das eigentlich mit dem Urlaub? Urlaub ist da, um zu arbeiten, richtig?
Ja, scheinbar kann er nicht anders. Er muss jetzt die schöne Mittagsruhe stören. Nein, ist alles leise. Genau, wir haben aber einiges jetzt zu tun. Zum einen... Ja, ist uns das Kabel etwas, lidiert? Da genau. Ein Schrumpfschlauch drauf. Wie gut, dass wir sowas immer bei haben, gehört standardmäßig in jedes Wohnmobil. Ja, nee. In dem Fall haben wir das dabei, um mit den Jungs später zu basteln. Genau. Das schon geplant. Das machen wir erst in Kroatien. Richtig. Da fahren wir in ein anderes Land für. Dann steht da noch was neben dir, nämlich der Roller, dein Roller. Ja. Da muss mal die Lüftung, genau, die Bremse entlüftet werden. Der muss auf jeden Fall was machen, weil bis jetzt würde ich sagen, ist das eher eine Attacke, dass er mich loswerden will. Das Problem ist, es lohnt sich nicht. Also wenn ich tot bin, er hat nichts davon. Gar nichts. Außer, dass ich nicht mehr da bin. Vielleicht sollte ich den Roller nehmen. Nee, will ich ja nicht. Soll es nicht sterben. Und vorne im Motorraum, da wollen wir auch noch was gucken. Stück für Stück für Stück. Vielleicht wird das auch extra Videos. Ja. Es geht eigentlich jetzt nur darum. Also wörtlich, wir haben es jetzt geschafft. Bisschen mehr als eine halbe Stunde hier mal ausruhen. Ja, ich fange jetzt mit dem Einfachsten an, das ist hier einen Schrumpfschlauch drüber zu machen. Das ist ja keine große Geschichte. Und dann werde ich mich um deinen Roller kümmern, damit der Roller auf jeden Fall fahrbereit ist. Genau. Und das zeigen wir euch jetzt. Keine große Sache, da ist einfach nur ein bisschen die Ummantelung ein bisschen abgegangen. Ich ziehe da einfach so einen Schrumpfschlauch drüber und dann habe ich schönes Feuerzeug und dann heißt das einmal... ransetzen. So. Muss es kurz trocknen, dass das dann auch anheftet und dann ist das Thema wieder stabilisiert. Kann uns das Ding nicht weiter aufribbeln und kaputt gehen. Was soll man sagen? Nachdem man das ganze Bremssystem entlüftet hat, läuft es auch wunderbar. Wir haben den Bremssattel einmal abgebaut, sodass er im Prinzip hochkant steht und alle Luft auch austreten kann. Haben dann oben an der Bremsanlage, es gibt so ein kleines Set hier für die Bremse. Man muss halt gucken, es gibt einmal so ein, ich sag mal, Bioöl und einmal so ein Mineralöl. Das ist Mineralöl, steht auch immer auf den Bremsen drauf. Und dann haben wir das im Prinzip einfach mal durchlaufen lassen und dabei natürlich die Luft aus dem ganzen System rausgetrieben. Und jetzt hat das ganze System auch eine vernünftige Bremswirkung, funktioniert einwandfrei, tritt nichts aus, alle Löcher sind wieder zu oder alle Entlüftungen sind wieder zu und Marcel kann jetzt wieder losfahren. Das hat er wieder richtig gut gemacht und dann freue ich mich schon auf eine Tour. Morgen werden wir wahrscheinlich bestimmt eine Rundtour einmal um den Ossiacher See machen und hoch auf die Gärlisten, wie sich das gehört. Aber wichtig ist, das Ding funktioniert und wenn es bremst, bremst das Ding und nicht ich mit meiner Kante, die sonst immer bremst. Hinter uns ist der Ossiacher See. In der Ferne sieht man die Dobratsch. Naja, würde ich jetzt eher einblenden. Also, Ja, so da hinten eine Erhöhung. Genau, da ist die Dobratsch. Ich habe eine Antenne auf dem Dach, weil die Dobratsch hat nämlich einen Funkmast. Auf jeden Fall, das soll es in diesem Teil gewesen sein. Wir werden euch im nächsten Teil mehr über den Ossiacher See, denn wir wollen viel erleben. Das gibt es im nächsten Video. Das heißt, das war jetzt die Anreise. Wir empfehlen euch Radstadt, eine richtig tolle Stadt, toller Campingplatz. Und allein deswegen hat sich dieses Video hoffentlich schon ein bisschen gelohnt. Und ihr wisst, was die teuren Eier hier in Österreich kosten. Das ist auch wichtig. Sie gibt es aber auch günstiger, haben wir auch schon gesehen. Genau. So ist nicht. Und zwar im Automaten, sehr lustig. Richtig. So, und jetzt wollen wir euch mit ein paar Bildern nochmal kurz vom Ossiacher See einfach den Abschied hier genießen. Und beim nächsten Video geht es einfach wahrscheinlich von dieser Stelle weiter.